Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Willkommen zu meinem neuen Projekt. Resident Evil Revelations. Genau. Ja, ich möchte jetzt mit euch zusammen Resident Evil Revelations durchzocken. Es ist ja noch einige Tage, bis mein Spiel rauskommt, worauf ich warte und das ich dann auch mit euch in Angriff nehmen wollte. Um die Wartezeit zu verkürzen, kommt halt dieses Projekt, wenn dann das Spiel draußen ist, wird das dann ein Nebenprojekt. Entweder wird es pausiert oder es wird nebenbei laufen. Und ja, ich muss ja nicht jedem erzählen, auf welches Spiel ich diesen Monat warte. Das kann sich jeder denken, der mich schon länger verfolgt. Auf jeden Fall habe ich ja den sechsten Teil mit Snoop gezockt und diesen Teil wollte ich ja auch mit Snoop zocken, aber der Snoop hat gemeint, ich habe das schon auf 3DS durch und es wäre langweilig für ihn. Also werde ich dieses Spiel alleine in Angriff nehmen. Er hat mir auf jeden Fall gesagt, ich solle nicht den schweren Modus nehmen, das macht das ganze Spiel kaputt, weil die Gegner übermäßig stark wären. Man soll das Spiel erst normal auf normal spielen. Ich hätte es jetzt auf höllisch angefangen, aber er hat es mir nicht empfohlen, deswegen mache ich das auch. Wir wollen auf jeden Fall die beklemmende Stimmung haben, wie in den alten Resident Evil. Lynch hat auch gemeint, dieses Spiel ist wirklich wie auf den alten Resident Evil getrimmt. Das trifft sich gut, denn ich habe auch alle Resident Evil Teile durchgespielt, auch die alten. 1, 2, 3, 4, Code Veronica und hast du nicht gesehen, alle geil. Und ich hoffe, dass diese beklemmende Stimmung mit Munitionsmangel und drum und dran wieder dabei ist. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen bei meinem neuen Ich zocke, ihr schaut zu Resident Evil Revelations. Los geht's. ...18:08 Uhr, Mittelmeer. Hey, Jill! Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen. Sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. An Bord des Geisterschiffs. Alles klar. Nach Chris suchen. Okay. Sieht ja richtig einladend aus. Wow! Alles okay? Ja, war doch nur eine Welle. Bleib locker. Okay. Das klingt gar nicht gut. Ah, okay. Eine verschlossene Tür. Das Schloss muss ich sicherlich aufschießen. Gut. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Lecker. Einladend. Dieser Gestank. Es ist schon eine Weile verlassen. Überall quillt diese Soße raus. Was ist mit dem hier?
Es riecht nach Verwesung. Ach so. Was denn sonst, wenn da eine Leiche liegt? Langsam weiter. Wir haben keine Munition. Na toll. Keine Lebenszeichen. Aber irgendetwas ist hier. Ja. Auf jeden Fall eine Menge Blut auf dem Boden. Hey! Was? Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Gut, wir haben 9 Schuss. Okay, jetzt haben wir 10. Das sieht nicht wie Wasser aus. Das würde ich auch mal sagen. Wow. Alter. Okay, schön leise. Blut. Was steckt im Lüftungsschacht? Da tropft Blut aus den Rohren. Sieht nett aus. Sein Arm, so eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Ein Fahrstuhl, vielleicht können wir fahren. Kein Strom, also auch kein Aufzug für uns. Schade. Das hört sich nicht gut an. Was ist da unten? Funktioniert nicht. Toll. Hallo? Das, was im Lüftungsschacht ist, hört sich nicht besonders nett an. Ich hoffe, es bricht jetzt nicht gleich runter. Es flüchtet auf jeden Fall vor uns. Schränke. Leer. Der ist eingedellt. Oh, grünes Kraut. Yeah, wie klassisch. Sehr gut. Kantine. Oh, Alter. Verdammte Ratten. Erschreckt mich doch nicht so. Ist kurz geschlossen. Dachte ich mir. Schön langsam. Was haben wir da? Munition. Schön. 10 Schuss. Sehr gut. Die Küche. Oh Mann. Heute gibt es Menschenfleisch, oder wie? Trotzdem mal alles absuchen. Unten. Jill, sieh dir das an. Ich seh's. Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Weichei. Ist also nicht Chris. Was denn für ein hübsches Kerlchen? Auf den Kopf! Oh shit!
Schieß! Ah! Was? Ah, da ist noch was. Boah, Treffer! Das erklärt dann auch unser vermisstes Team. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Resident Evil Revelations.